Ist das der Lagerplatz da ganz links? Nee, da kommt noch was anderes hin. Das ist momentan der Karawanen, die Karawanenbeladestelle. Oh, sehr schön, Bursi. Reichen wir weiter an. Oni Timo, der ist nämlich unser neuer YouTube-Editor. Unser erster und neuester auch. Und einziger. Freut uns, dass dir gefallen hat, Bursi. Freut uns, dass euch gefallen hat. Hört das mein Rechner doch noch aus, wenn ich euch auf YouTube auch sehe? Ich weiß ja nicht, bei dem. Ah, das wird schon Nation. Wenn wir halt gerade mal nicht streamen, ne? Ihr könnt übrigens festlegen, wie die Qualität sein soll. Ging das nicht nur bei irgendwie Handwerker Plus oder so? Moment, ich guck mal. Möbel. Doppelbett aus Stahl. Also hier, wo soll man das denn einstellen können? Also ich kann das jetzt nur hier hinplacen einfach. Ich glaube, das war auch eine Mod, wo man festlegen konnte, dass das mindestens diese Qualität haben muss. Oder? War auch eine Mod, alles klar. Vincent direkt, okay, nackt Arktis geht gar nicht. Es gibt gar keine Bäume. Nee, da gibt es nicht viel. Nee. Hab ja auch nie behauptet, dass diese als Ernst rüberkam. Okay, sehr gut. Aber kann man nicht Tundra oder so nehmen? Sind da nicht dann ein bisschen Bäume oder so? Ja, so genau. So ein bisschen Kieferwälder oder so? Ja, ich glaube, das gibt's da. So nicht ganz Arktis dann. Ah, okay, die Mod für die Trainingspumpen Zielscheiben heißt, by the way, Misk Training. Weil er gerade im Chat nachgefragt wurde. Jo. Misk Training. Ah, das kannst du bei den Werkbanken einstellen. Wer ab welcher Stufe bauen soll. Alles klar, bei den Werkbänken war das. Aber durch eine Mod konnte man das auch bei den Betten und so machen, bei den Möbeln. Und was denn? Jetzt ist übrigens gut, das Bett. Wer was baut? Es gab eine Mod dafür, ja. Okay, Bierbrauen ist fertig. So, was hatten wir gesagt? Nahkampfwaffen, ne? Genau. Da müssen wir schmieden. So. Dann fängt es an mit Äxten und so weiter. Gehirnverkabelung. Haben wir schon. Aha. So. Harfe. Was alles gibt, ne? Ritter der Fraktion, das Reich der Theos war. Oh, er sucht eine Hilfe. Königliche Archäologen haben unlängst zwei Gefangene aus einer antiken Kryo-Schlafbunker geborgen und wollen diese nun verhören. Um die Gefangenen vor Feinden am Hofe zu schützen, möchte. Staurakos. Dass du sie über den Zeitraum von 5 Tagen unterbringst. Ehre. Für Annehmen für Ehre. Das ist nämlich neu, dass man sich die Belohnung selber aussuchen kann. Fortschrittliches Bauteil, 50 Silber. Oder 12 Ruf bei denen. I don't know. Ich würde mal. Weiß ich nicht, ey. Ich bin gerade zufrieden, so wie es ist. Ich bin einfach zufrieden. Okay. Bin einfach zufrieden gerade. Stimmt, bei den Werkbänken ging das ja, ne? Stimmt, bei den Details und so. Aber das ist noch okay, noch. Genau, Stufenbereich, mindestens. Ja, ich sag mal, mindestens 5 sollte der schon sein. Mal sehen. Ich meine, wir haben einen Handwerker nur und das ist Matul. Ja, das müssen wir ändern. Mit 8 Skill. Warte mal, TCP hat 2, aber eine Flamme. Ja, ich lasse mal TCP auch ein bisschen dazu ausbilden. Brudi. TCP? Mhm. Handwerker oder was? Ja. Oder bauen oder was war das? Nee, Handwerker. Okay, von mir aus. Schmieden hätten wir auch nur mal Tool mit 8. Ja, der hat zwar momentan, wie gesagt, Fähigkeit 2 nur. TCP bei Handwerk, aber der hat da eine Flamme. Der lernt das also auch relativ zügig dann. Zügiger. Genauso schneidern kann er auch mal eben. Auf Priorität 2 sogar. Dann macht er mal ein bisschen die Arbeiten da weg. Ich brauche unsere Brauerei. So, dann lernt er das halt ein bisschen mehr. Guten Hopfen. Guten Hopfen hier. Ein Cowboyhut fehlt noch. Den geht's saugut, ja klar. Holz brauchen wir auch wieder ein bisschen. Ich baue mal ein bisschen was ab hier. Was sagen die Schweine und so weiter? Da passt noch alles, ne? Ja. Ich baue jetzt so eine kleine Brauerei. Ja, okay, mach mal. So eine schöne Brauerei. Moin, Unicorn Battery, hallo. Und Talvaros, willkommen zurück. Den Schweinchen geht's saugut, genau. Haben wir ja gerade schon gehabt. Malz brauchen wir nicht, ne? Brauchen nur Hopfen im Spiel, oder? Jo. Ach Mensch, also sie dringend hier. Hat sich ein Hut gebaut hier? Wo sind wir hier eigentlich? Im Westen? Ja, Cowboyhütte. Aha. Das ist mir neu, aber okay.
Da hab ich nur gedacht, einfach mal eine Kopfbedeckung, ne? Ja, 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 ne? Haben dann alle ein bisschen Cowboyhüte. Ein bisschen frisch draußen hier. Muss ich auch mal ein bisschen mit Strom versorgen, das ganze Ding hier. Hat sogar Rüstung und so. Sehr gut. Luciferium, nein. Bei Brauerei musst du darauf achten, dass da konstant eine Temperatur ist. Bin dran. Ah, Cherry auch schon irgendwie zwischen 10 und 30 Grad oder so halten. Oder 20 und 30. Bin schon dran, Leute. Bin schon dran. Cowboyhüte geben plus 10 Charisma. Die sind richtig nice, die Dinger. Sehr gut, sehr gut. Nicht bei mir. Was wollt ihr das nicht wegstellen hier, Matul? Oh, stimmt. Na, die Cowboyhüte sind richtig geil. Wieso wollt ihr das denn nicht wegstellen? Plus 10% Charisma sogar. Mach mal weg da. So. Sehr gut, sehr gut. Mach hier oben die Tür hin, wa? Ja, so ein paar mehr Bäume baue ich morgen. Oh. Bisschen altertümlich hier. Erntet Eiche. Waldarbeit. Nur Sabi macht Waldarbeit. Das ist auch zu wenig. Ja, ich mache noch einen Bossgranaten dazu. Muss halt immer nur gucken. So, Bossgranaten ist jetzt gut. Jäger, der hat immer noch ein bisschen, der hat viel Freizeit. Ja, der hat Fähigkeit 4 da. Ja, Matul hat 6. Mach ich auch mal auf 3. Dass die da so ein bisschen sich drum kümmern können. Ah, der Rest, der kann das halt nicht. Der hat das entweder 0 oder auf 1. Woher habt ihr die Infos zu den Gebäuden etc.? Welche Infos meinst du, Mauleiche? Sind die Matul-Tipps verfügbar? Oder muss ich dafür in der Wiki grinden? Achso, wahrscheinlich mit dem Gebäude, wie groß die sein dürfen oder was optimal ist. Du kannst auch ein Zimmer machen, wo nur ein Bett reinpasst. Ja. Das kannst du auch. Das werden dir deine Leute dann sagen. Die sind halt dann ein bisschen unzufriedener, weil die nur ein kleines Zimmer haben. Es gibt aber auch Leute, die es halt gerade das cool finden. Die auch gerne nicht mit anderen zusammenwohnen und solche Sachen. Genau. Welche Gebäude, wie wir brauchen. Du brauchst, eigentlich kann ich das auch überall, die Werkbank, hätte ich alles auch hier reinsetzen können. Das ist für mich einfach nur ein bisschen Kreativität. Und das mit der Brauerei meint er, glaube ich, mit der Temperatur. Das steht hier bisher nicht. Nee. Doch, in den Fässern steht's. Ah, okay. Links 7 bis 32 Grad ist ideale Temperatur zum Gären. Okay, ja, muss man nur ein bisschen Augen aufhalten, ne? Genau. Mahlzeit, Mighty Dress. Hallo, hallo. Genau, Tooltips, ja. Muss keiner, fegt den nochmal durch. Marcel, nur ein bisschen, nur ein bisschen. Reinigen nicht mehr. Reinigen braucht keiner mehr auf 2 haben, ne? Nee. Da habe ich Matul nämlich, Bossgranaten nämlich auch weggenommen. Okay. So, jetzt halten wir nämlich hier 21 Grad. Das ist ganz gut. Hier machen wir 20, damit die nicht gegeneinander kämpfen. Nice, Cherry putzt ein bisschen draußen. Dann sollten hier jetzt immer so 20 Grad drin sein. So, machen wir nochmal Licht rein. Ah ja, Zieltemperatur mache ich mal auf 19 Grad bei der Heizung, oder? Warum das? Habe ich das schon auf 20 gemacht. Okay. Ah, und da 21, okay. Dann passt das auch. Ja gut, die anderen Dinger, die... Wir haben jetzt sowieso Überproduktion. Ausgezeichnet. Also aktuell haben wir noch 1800 Watt auf der Leitung. Die wir noch frei haben. 1800. Dort geht ja noch. Das und die gut. Schmiede unten ist auch an mit 700 Watt. Sehr gut. Wird da schon was drin gemacht? Nö, ich habe da noch nichts eingestellt gehabt. Ich werde da mal einen Stuhl vorsetzen hier. Die anderen Sachen kommen ja sowieso dann gleich. Also mit dem Schmieden und so weiter, dann können wir auch mal ein bisschen darauf uns konzentrieren. Das heißt, jetzt ist gerade so eine Phase, wo wir uns ein bisschen Stahl ran schaffen könnten. So bergbautechnisch. Ich mach mal ein bisschen hier. Willst du oder soll ich? Ja, ich mach hier unten aber auch noch mal ein bisschen was. Alright, alright. Dass wir so ein bisschen Stahl haben, weil es gleich losgehen wird mit den Waffen und Rüstung und so weiter. Bauteile werde ich hier auch mal eben umbauen ein bisschen. Da sind wir gerade bei 15 nur noch. Gute Idee. Nur so ein bisschen, wo ich das gerade sehe. Ja, nee, super. Was wir haben, haben wir. Das stimmt. Die Sache ist immer... Ich tue mich ein bisschen schwer, wenn ich Untergrund lette, nee, das geht hier nicht, shit. Ich will dafür sorgen, dass hier jetzt keine Bäume mehr wachsen, aber das, ja, darauf laufen die Gegner mal schneller. Stimmt. Ja, dann lass so. Mach die halt immer wieder weg, die Bäume, so. Ja. Das Master hat, Flash, moin. Das ist halt immer Deckung, ne? Das ist ein bisschen nervig. Und Niklas, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, welche Angriffe du mitgekriegt hast. Da sind einige passiert in letzter Zeit, ja. Genau. Cherie. Sieht man ja an den Leichen hier drin. Bei den Schweinen. Ah, wir können hier hinten mal ein bisschen mehr machen. So. Warte mal, wieso verrottet denn was? Wieso ist denn eine Leiche hier am Verrotten? Wo? Zählt als innen. Minus 5 Grad. Da ganz rechts in der Ecke. Schmugglerin, Ledge. Verrottend. Bei den anderen steht tiefgekühlt, verdirbt nicht.
Und bei der einen, bei Hot Sauce auch. Hä? Da drin sind es minus 5 Grad. Vielleicht ein Bug oder so? Oder ist es so clever, dass sie diese Schutzjacke anhaben vor Temperaturen? Das kann wirklich sein. Einen Moment, ich zieh die mal aus. Ja, zieh die mal aus. Mal gucken. Das kann wirklich sein. So, Sabi, mach das mal eben. Zu nah an der Flamme? Nee. Also, das könnte tatsächlich an den Klamotten liegen. Moment, also. Verrottend. Und jetzt? Gib dir mal einen Moment. Immer noch. Ey, die haben noch eine normale. Hier, eine biokodierte. Ja, biokodiert. Deswegen aber Plaststahl. Wurde auch nicht gedroppt. Tactical Vest und so. Wow, die hat ja noch einiges am Start. Zieh ich die da auch mal aus. Warum wird hier Hopfen nicht angebaut? Hopfen, was haben wir denn hier an Feldarbeit? Nur Matul? Nee, Sabi kann auch Feldarbeit machen. Bossgranate hat 4. Nee. Die wurde verrottend ins Lager gebracht. Ah, alles klar, dann müsste es sich aber trotzdem auf tiefgekühlt ändern. Egal, Schweine essen das. Das ist gut. Ja, okay. Wie sollen sie das reinhauen? Haben wir wieder Schwangere oder so? Schutzweste und sowas. Oh. Ich meine, wir können da ja hier, Moment, hier Kleidung einschmelzen. Jo, wir haben wieder, also nicht die Mama und die jetzt sind beide wieder schwanger. Sehr gut. In 4 Tagen wird geworfen. In 4 und in 7 Tagen haben wir Nachwuchsgut. Oh, sehr nice. Ferkel. Wollen wir das einschmelzen? I don't know. So übel und schlechte Kleidung einschmelzen? Können wir machen, klar. Vielleicht auch bis normal? Nee, übel und schlecht, würde ich sagen. So, warte mal. Was ist denn hier normal, normal? Nee, übel und schlecht ist schon in Ordnung. Ich überlege, ob ich hier mal so Beton drum mache. Der steht da alleine so ein bisschen komisch. Wie viele Slots hast du denn? Ja, genau, hier so Schutzhose und so. Mal sehen, was daraus kommt. Ich lass Matul das mal eben machen. 6. Also ein Doppelweg dahin. Und Boss Thors, hallo. Verrückte Ratte? Verrückte Ratte. Kümmerst du dich da drum? Eine hiesige verrückte Ratte ist verrückt geworden. Okay. Ja, mach ich. Boss kann dann Matul machen das. Nice. Genau, mache ich ja gerade Diet Pad oder Diet Pad. So. Ja, unser kleines Lager hier vorne beim Schlachtplatz ist nämlich nicht. Da ist die gerade down. Ich habe das mal ein bisschen vergrößert, die Dinger da mal verrotten. Da ist die gerade down. Fatul, bring die mal ins Lager, ja. Bring die mal ins Lager. So, hast du geklärt dort? Mhm. Nice. Gefahr gebannt. Vor der Ralle. Mal wieder schneller, ein bisschen auf 2. Ich dachte, man kann das nur im Krematorium verbrennen. Menschenjagendes Rudel. Oh. Was haben wir denn? Bisons. What? 3 Stück. Oh, 3 müsste noch gehen. Oh Gott, 3 menschenjagende Bisons. Uffi. Und die sind nah dran. Okay. Komm von oben. Also ich schicke mal Matul schon mal dahin. Ja, Sabi. Alle. Bossgranaten. TCP mit der Sniper. Cherry mit der Nahkampfmesser. Und Lin mit der AK. Ja. Okay, die gehen jetzt alle dahin. Ja. Cherry stellt sich am besten mal hier so ein bisschen an die Seite. Die können ja nicht zurückschießen. Zähmen. Nee, die sind wild. Die sind richtig wild. Da ist nicht viel mit Zähmen, meine Lieben. Gerade noch rechtzeitig da rangekommen hier. Oh. Tavaros, das gilt nur für metallische Waffen und so. Oh, fuck, ey, was machen wir denn? Oh, Cherry kann uns helfen? Ja, klar. 2 down. Cherry macht die hier alle. Mit dem Messer. Schön. Alle down. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Der Rest geht nochmal eben, ne? Die anderen beiden können. Ach so, die schlachten trotzdem schon. Nice. Rette Bison. Nee. Auf, warte mal, Cherry geht mal eben da ran, ne? Und tötet es. Tötet das letzte Bison da. Ey, Sabi, Alter, ne? Du magst es aber auch tun. Cherry mit dem Messer hier gerade? Ich meine, mit bionischem Arm auch, ne? Cherry hat einen bionischen Arm. Arbeiten 112%, was ist denn los? Ja. Es konnte nur eins geschlachtet werden, der Rest direkt vergammelt. Ja, das ist nicht scheiße. Ich bin jetzt gerade dabei.
Wir sollten ein Krematorium bauen. Die Sache ist die, ich weiß noch nicht, wo ich es hinsetze. Ich weiß, wo ich es hinsetze. Dann sieht das cool aus. Ich mach mal hier unten. Hier habe ich mal einen Dreifachweg. Geht hier ein bisschen weiter so. Mit auch Granit diesmal? Ja, alles richtig. Okay, nice, nice. Apropos Granit, da können wir mal ein bisschen was holen. Ja, Schieferbrocken braucht ihr hier nicht tragen. So, was haben wir hier? Schiefer, Schiefer, Schiefer. Ach, hier hinten ist noch Schiefer, Schiefer. Wahrscheinlich ist das Lager voll rechts. Nee, auch noch nicht. Hast du gerade erweitert, oder was? Ja, habe ich gerade erweitert. Nice, nice, alles nice. Gut. So, Tür hin. Zack. Genau, fleißig abgebaut hier. Sehr, sehr gut. So, dann haben wir nämlich das hier drin. Ich wusste gar nicht, dass das Krematorium direkt fertig ist. Granitblöcke. Wird das nicht aufgebaut? Hä? Was? Wird das nicht aufgebaut oder was hast du mit direkt fertig? Was direkt fertig? Nee. Krematorium. Ach so, mit der Forschung oder was? Ging das schnell? Oder? Ja, ich dachte, man müsste es erforschen, muss man aber nicht. Ach so, okay. Deswegen war ich kurz verwundert. Rottweiler, danke für den Follow. Mach's dir bequem bei uns. Das wird schon so ein bisschen wie so eine Stadt, ne? Mhm. Ja. Ein bisschen wie so ein kleines Dorf, das stimmt. Das stimmt. Und Mats ist DL, hallo, schönen guten Morgen. Das Gute ist, wir können halt die Knochen dann verbrennen. Mit dem Krematorium. Das stimmt, das bringt einiges. Ja, das ist halt sonst kacke hier. In Ordnung rein. Da liegt immer noch die Kobra-Leiche seit 14 Tagen. Das ist übrigens sowieso was Neues, wenn ich mal ehrlich bin. Dass die halt diese Krankheit haben, dass man die nicht schlachten kann. Ja, ich kenne genau, das so nicht. Da gibt es nur eine Chance drauf. Und die ist sehr hoch, dass die sofort vergammeln, wenn man die tötet. Ja, aber auch diese Krankheit. Ja, stimmt. Die menschliches Rudel habe ich immer, das war für mich immer Fleisch. Ja, genau. In rauen Mengen. Stand mit 6 Bewohnern, ja. Es hätten ja 7 sein können, das stimmt, Nimopo. Das ist eine Sekte. Nee, ein Dorf. The Village ist das halt. Hier sind nochmal Granitsachen. Vengutanium, ein wunderschön, hallo. Ich grüße dich, hi. Kann es sein, dass bei meinem Schweinekühlraum eine Tür auf ist? Nein. Weil da was im Weg liegt? Doch, da oben, stimmt. Aber das lag vorher auch noch nicht im Weg. Ja, müssen wir aufpassen, ey. Wegräumen, direkt den wegräumen, den Scheiß. Ja, warte, mach ich mal eben. Sonst vergammeln uns hier, unser Essen sonst. Das sind doch gute Leichen. Ja, das stimmt. Warte mal, hatte Cherry irgendjemand... Ja, Cherry hat Jogger sogar, sehr gut. Tragen, ja, trag die mal weg. Guter Call, dankeschön. Danke. Vengutanium, dankeschön. Komm, unsere Brauerei läuft hier auch. Genau. Oh, ja, schon schick aus. So, ne? Die sieht auch ein bisschen urig aus. Es ist eine Community, richtig, richtig. Community. Gut, die beiden verrottenden Sachen, ich weiß nicht, kann man die nicht wegmachen? Dann mit dem Krematorium vermutlich. Sag mal, Chat, habt ihr eine Idee für diese Flächen, die ein bisschen grüner hinzubekommen? Ah, Cherry, kann ich mal schauen, stimmt. Dreck, linkes Auge, Dreck. Was denn da passiert? Blumen? Cherry warf Dreck in Bisons Augen. Ja. Bei dem einen Bison-Leiche ist linkes und rechtes Auge Dreck drin. Cherry hat da Dreck ins Auge geworfen. Cherry, was bist du denn für ein Dirty Fighter? Ja. Ansonsten Schnitt, Stich, Frontier Rifle, Schnittmesser zweimal, also bei dem einen. Du hast mit Dreck geschmissen. Messer auch, Messer. Aber Dreck in den Augen, das habe ich auch noch nicht gesehen. Bei beiden. Das kann ich so auch noch nicht. Taschendreck, man kennt ihn. Den guten Taschendreck. Mach ein Beet draus. Ja, war doch das Messer am Start. Ja, aber ich möchte jetzt nicht hier unbedingt überall Beet drumrum haben. Ne? Den Bisonen einfach Dreck ins Auge geworfen. Überall Mais anbauen, ja, das ist der easy way. So, ich fäll mal die Bäume, die hier noch sind. Ein paar. Ja, mach das ruhig. Oh, dieses, größere Stack-Mod ist wirklich so hilfreich. Ne? Ich hab's dir gesagt, ey, sonst ist dein Lager ruckzuck voll. Jetzt kannst du 750 pro Stack machen. Was ist Standard bei Metall? An Stackgröße? So, ich werde mal hier auch noch die 100? Die normale Kleidung auch. 100 oder was ist da normal? 75 ist Stack. Alles 75. Das wären jetzt hier, dieser Stack wären eigentlich 10 Stacks, die hier liegen. Quality of Life. Definitiv Quality of Life. So, wer war nochmal Handwerker? Da TCP sollte das lernen, genau. Deswegen sage ich das mal eben. Der hat doch schon gehandwerkert vorhin. Ja, ich sage ihm das mal, dass er ein bisschen lernt, dass hier schmelzen von den Klamotten. Wir haben jetzt so viele Klamotten. Ich lasse die mal ein bisschen einschmelzen. Ja. Auch normaler Qualität, dass er mal ein bisschen was wegkommt hier. Okay, ja, klar. Fliesenbeton machen wir hier mal rein. Ich will mir den mal angucken. Nice, das bringt sogar Stoff.
Cool, dass der Schmelzofen das auch kann. Ich weiß nicht, das müsste auch neu sein, ne? Also früher konnte man das in der Nähmaschine kaputt machen, glaube ich. Wie heißt die Stack-Mod? Nachtmahr, genau. Danke, DJ. Ausrufezeichen Mods, da ist unsere gesamte Liste als Steam-Mod-Collection. Genau, müsst ihr einfach nur abonnieren. Genau, wenn ihr das genauso zocken wollt oder halt einzeln daraus, da könnt ihr direkt dann Plus drücken. Genau. Finde ich super convenient. Klicken und abonnieren. Mhm. Liken und Glocke aktivieren bei YouTube. Macht Glocke an. Spiele immer mit der Stack-Mod. Anders ist einfach nur Pain in the Ass. Ja, ist es halt, ne? So, warte, wir können hier nochmal ein Lager hinmachen. Bier wird ja theoretisch, Bier wird ja nicht schlecht. An frischer Luft. Sag ich es mal so. Ah, ich sehe gerade hier, bei dem Schmelzofen geht das nur bei so Kleidung, die auch metallische Komponenten hat. Brudi. Nochmal bitte? Hier, an einem Schmelzofen kann man nur Kleidung einschmelzen, die natürlich auch metallische Komponenten hat. Ja gut, ergibt Sinn, ne? Ja. Oh, TCP hier auch am Schneidern, sehr gut. Bierwürze. Hopfen. Kritisch. Ja, gut, das müsste hergestellt. Das müsste passen. Schon passiert. Video war übrigens mega. Das freut uns zu lesen. Das freut uns wirklich sehr. Ich glaube das nicht, also wir haben da keine Mod in dieser Richtung Talvarus installiert. Was denn? Wundert mich trotzdem, ging das schon immer in der Schmiede? Das ist der Schmelzofen. Das ist der Schmelzofen. Das ist doch eine Mod. Ich konnte Kleidung nur verbrennen. Verwerten ging bei mir noch nie. Es kann sein, dass es neu ist. Wie gesagt, vorgestern gab es einen neuen RimWorld-Patch. Es kann sein, dass das da dazugekommen ist. Beim elektrischen Schmelzofen war das. Genau. Ist mittlerweile Vanilla. Okay. Hui, was war das denn für ein Bäuerchen hier? Das hat irgendein Gurgel hier. Ich habe den Mund offen gehabt. Das kann mal passieren. Ja. Skyhunter, hallo. Wieso geht bei RimWorld Rechtsklick nicht mehr? Was? Was denn? Mit dem Scrollen, meinst du? Das ist mittlere Maustaste jetzt. Wenn es das war. Oh, warte mal, stimmt. Mittlere Maustaste gedrückt halten ist Scrollen. Das kann man bestimmt einstellen. Mit Sicherheit kann man das einstellen. Maus Scroll am Bildschirmrand, ja. Im Hintergrund aktiv nicht. Karten-Maus-Zielgeschwindigkeit. Mod-Einstellungen. Multiplayer-Einstellungen anzeigen. Wandlampe-Einstellungen anzeigen. Das kann man bei Multiplayer einstellen. Steam-Anfrage. Eingehende Anfrage und Verbindung über Steam automatisch akzeptieren. Transparenter Chat. Name an Autosave anhängen. Nee. Früher war es ja auch so im Krematorium. Ganz früher im Krematorium war es ja so, wenn du eine Leiche verbrannt hast, die halt noch die Klamotten getragen hat, sind die Klamotten einfach da ausgelagert worden. Die wurden nicht mit verbrannt. Mhm, das stimmt. Ja, früher haben wir es auch nicht anders gemacht, Talvarus. Wie gesagt, Leute, ihr habt noch ein bisschen habt ihr Zeit, was auch was Lego angeht, ne? Um mal hier mal ein bisschen die Werbetrommel zu rühren. Ja, na klar, auch so sagen Lego in den Chat, da könnt ihr mit dem Code Biber15 richtig was sparen. Wer Bock auf Lego hat, ne? Bei Alternate, Leute, 15% mit dem Code Biber15. Mhm. Ne, für die Leute, die das planen. Letztes Mal hatten wir auch einen, oh, ich habe gerade bestellt, ja, ne? Wenn ihr sowas plant in Zukunft, klar. Ne? Wie viel Zeit haben wir denn? Ich meine theoretisch bis zum 17.09. Ja, ich meine auch 17.09. war das. Müsste das gewesen sein. Also drei Tage noch, Leute. Drei Tage noch. Genau, wir waren im Urlaub, kamen dann wieder. Das war der 16. Dann haben wir gestreamt am Sonntag. Und am Montag war das Placement mit Lego. Genau. Oh, Meng. Hoffentlich auch mit dem Code Biber15, ne? Natürlich, natürlich. Und Snicko, danke für dein Follow. Mach's dir sehr bequem. Ich hätte in meinem Leben übrigens niemals daran gedacht, dass es irgendwann mal einen Code gibt, mit dem man Geld sparen kann. Der heißt Biber15 für Lego. Hätte ich auch nicht gedacht. In meinem Leben jetzt. Lego Biber. Das stimmt, das ist schon irgendwie krass, ne? Wir kriegen da übrigens nichts von, ne? Das stimmt. Aber es wäre einfach schade. Es wäre einfach schade, wenn man sich was kauft und dann, ne? Na, Sigi, ausgezeichnete Mengen. Schmieden ist erforscht. Sehr, sehr gut. Lange Klingen, bitte. Möchtest du lange Klingen? Ja, und danach Plattenrüstung. Das geht ja schnell mit 400 und 600. Das ist schnell gemacht. Okay, sollst du bekommen. Kriegsheimer Langschwert und Speere, okay. Okay, sehr gut. Ich baue die Schmiede auch schon mal unten hin. Ja. Ich kümmere mich dann um hochqualitative Nahkampfwaffen für Cherry, den Sandschmeißer. Okay. Befeuerbare oder elektrische? Elektrisch, wir haben Strom ohne Ende. Würde ich auch sagen, ne? Wir haben noch auf der Leitung immer noch 1800 Watt. Sehr gut, da hält sogar der Werkzeugschrank, geht da sogar mit hin. Ja, ich wollte das eigentlich so einzelne, hier, guck mal, gut. Ich wollte eigentlich so einzelne Bereiche hier machen. Okay. So Stoff,
und die das Resultat da draus und dann nächster Bereich und so weiter. Aber ich mache das eh nochmal wieder schön, alles gut. Hm? Erstmal können wir ja so ein bisschen auf Effektivität gehen. So, das Ding ist auch da. War irgendjemand gut im Konstruieren, außer Matul. Leichen nicht, Kleidung verbrennen. Erstmal einstellen. Staub mal eben hier. Ah, die haben ja gar keine Qualitäten. Da kann TCP das auch mal eben machen. Alles, was 50% und unter einer übel und schlecht ist, darf verbrannt werden. Nee, wir spielen eigentlich keinen anderen Schwierigkeitsgrad, glaube ich. Nee. Vielleicht einen niedriger als sonst, weil die auch komplett umbenannt haben. Ja. Das war Cassandra mal rau, haben wir gespielt. Ja, damals, es gab sonst immer so 3 oder 4 Schwierigkeitsgrade und jetzt gibt es 7. Ja, genau. Und Custom. Guck, was sagst du denn? Also Krematorium, Klamotten verbrennen, ne? Ja. Bis 50% Trefferpunkte, würde ich sagen. Und bei Qualität? Bis schlecht, übel und schlecht. Okay, machen wir. Mach ich noch einen Stuhl aus Stahl davor, dann geht das. Okay, dann mache ich das für immer. So, an damit. Kriegen wir auch gut Material wieder raus. Kann ich das jetzt machen? Ach, Quatsch, kriegt man nicht. Bei Leichen auch, ne? Oh, warte mal, da bin ich jetzt gerade dran. Achso, okay, stellst du gerade ein? Ja, ich stelle das gerade ein, alles okay, gut. Dann. Leichen sollen nicht verbrannt werden. So, ich guck mal bei der elektrischen Schmiede. Sag mal. Das regnet, glaube ich. Regnet das? Also, guck doch mal raus. Ja, ich glaube, es regnet ein bisschen. Oh, es gibt gar keine Skelette, oder? Zum Auswählen? Okay, also ich sehe da Cherry eher schon mit der Axt auch in der Hand, ne? Ja, ja. Axt eine gute Idee oder was? Oder möchtest du eine Glaive haben? Eine Glaive, Glaive. Eine Noch Gleife. Ambrosia-Hain wieder hier. Anime-Gott, hallo. Moin, Beton-Zeppelin, grüß dich auch. Ah, verrottete Leichen. Zählt unter Mensch. Verrottete Leichen. Erlaube Verrottendes und dann toter Mensch und Fremde. Ja. Richtig? Ja, von Fremden, ja. Und bei Tierleichen, glaube ich, auch, ne? Ja, die Sache ist halt... Tierleiche, die verrottet sind. Okay, nichts Frisches, sondern nur verrottende Sachen. Dann genau. Müsste das ja gehen. Genau. Also auch bei Menschen dann. Ja, nur verrottende nur Sachen. Nur Verrottetes. Okay, Tierleichen dann auch. Alles, was verrottet ist. Okay. Und dann gucke ich mal, ob das funktioniert. Und dann machen wir das für immer. So eine Glaive wie Morning Blade, alles klar, sollst du bekommen. So, was macht Matu jetzt? Ich habe den mal eben abgeordert. Oder ein Cleaver. Yo, das sieht gut aus. Ja, er nimmt die Skelette mit. Perfekt. Boah, ich sehe dich ja auch als Zahaka, ne, Cherry? Sehr gut. Ach, komm, ne Glaive, soll's werden. Dann lass ich aber mal Tool machen, ne? Ja, ja, Matul war nur gerade am einen erscheinen, aber gut. Oh, da wird nämlich Plaststahl für verwendet sogar gerade. Für was? Ja, ja, Plaststahl. Oh, okay, das kann sein, dass die hart ist. Mhm. Oh, aufs Plaststahl, da musst du aufpassen mit, ne? Da kannst du nämlich nachher richtig miese Geschütze draus bauen. Ja, ja, erstmal kommt die Glaive. Wird hast du mal einen Kuffi gekriegt? Nö. Ich guck mal eben. Ja, guck mal eben. So, da sind wir wieder. Hallo. Wir spielen Cassandra und dann auf, ich glaube, abenteuerlich oder so. Reden wir ein bisschen? Entspannt die Welt, oder? Oha. Genau, Multiplayer ist eine Mod, ja, Beton-Zeppelin. Wenn ihr wissen wollt, welche Mods wir haben, Ausrufezeichen Mods in den Chat. Im Prinzip, wenn du nur Multiplayer spielen willst, reicht auch nur die Multiplayer-Mod. Das ist echt gut gemacht. Genau. Und wie gesagt, also Big Stone, also Zäune und so weiter, kannst du alles mit Mods machen. Oh, dann hofft man, dass das Ding gut wird hier, Coop. Mhm. Und Ambrosia-Hain auch schon wieder, ne? Aus dem Verbrennungsofen kommt nichts raus, glaube ich. Nein, nein. Aber da möchte ich mal eben kurz gucken. Sabi ist nämlich schon wach. Reinigen von Leichenflüssigkeit. Das klingt aber auch nicht so gut. Ja, das ist lecker. Das schlecken die Schweine auf. Aber für die zählt das jetzt irgendwie nicht. Oder kann